aber sie wär alle. Ja, als Gegner aber nur. Ja, was war jetzt? Elektro? Elektro, ja. Shiggy ist ja Wasser. Wasser leitet Strom. So einfach. Ja. Wow. Ja, das ist jetzt doof. Pokémon. Anni. Ich frage mich eh, wie schlau es ist, ein Elektro-Pokémon in der Höhle als erstes Pokémon zu haben. Aber naja. Wechselst du es nie? Ich nach, je nach Gebiet halt. Da merkt man halt auch das Ende von der Lupin. Du hast noch nie so wirklich viel Pokémon halt gespielt, ne? Nee. Eine. Bestimmt die Hälfte. Hälfte. 100. Razaf. Razaf sag ich schon, Menki. Ja, einen Razaf hatte ich ja eben als Gegner. Das ist dann nicht mehr so leicht. Razaf ist halt auch relativ flott. Kapuzzi, da setzen wir doch Pinky ein. Pinky, Zirtern. Power, power, power! Initiative sinkt. Ja, wir machen sie jetzt mit dem Ruckzucki fertig. Ah, und volle Attacke! Geht auch. Elektro gegen Flug-Pokémon. Dann bleibe ich bei. Sind es drei Superbälle? Hey, Kangama! Ja, die sind immer mit Bibi. Oh. Lol, mit einem Pokéball. Nee. Weiß gar nicht, gibt's von Kangama männliche? Ich meine schon, ne? Risikotackle ist halt stark, aber fügt mir selber Schaden zu. Nee, komm. Behalte Kopfnuss. Ach so, nee, stopp. Ich wollte erstmal den herausfordern. Pikachu!
Gegen Carpador? Okay. Habe ich weggeputzt. Das ist noch nicht schön. So, sehr effektiv. Finde ich schön. Pinky erreicht Level 23. Onix, nee, da bleiben wir natürlich bei Anni. Nice, wenn es jetzt tauscht, dann hast du direkt schon Simsala. Das Simsala, das ist eins meiner Lieblings-Pokémon auf jeden Fall. Was, wenn du es loswerden willst, ne? Wie man es halt abmacht. Naja, wenn es erst mir gibt. Da ist. Jetzt zum Simsala, genau. Also? Wenn er einen Simsala haben will, muss er es dir tauschen und zurücktauschen, ja. Noch ein Geo. Jetzt weiß ich auch, warum du so viel hattest, Pinky. Ups. Weil irgendwie hätte das Ding mal gerade halten sollen. Du möchtest tauschen, möchtest es aber wiederbekommen. Wer möchte? Komm schon, Georg. Wenn er mir einen zweiten fängt, dann ja. Ach, für ein zweites Kadabra würdest du es machen? Nein, jetzt fliehe ich. Jetzt nervst du mich. Ich hab's ja eh schon. Onix, Zubat, Georg habe ich alle. Do it! Ja, man fängt in der Regel in Abra, entwickelt das zu Kadabra und von daher wäre es Kadabra machen, Abra fangen. Also irgendwie beides. Itzewelle. Was macht das? Ziele werden von heißer Luft getroffen und verbrennen sich eventuell. Stärke 95. Auf jeden. Rechte Hand weg. Ah, du hast noch ein Abra? denkt dran, wenn ihr die in die dritte Entwicklungsform durch Tausch oder durch einen Stein bringt, ne? Guckt am besten mal nach, was die noch für Attacken lernen. Weil viele lernen in der dritten Form keine Attacken mehr, die sie in der zweiten aber noch lernen würden. Deswegen tauscht nicht zu früh. Ticket.
Sogar zwei Stück. Du hast du doch zu Professor schicken und dann kannst du alle auswählen, die du hinschicken möchtest. Ja, okay, natürlich bekommt man TM, aber auch nicht jede Attacke, ne? Wenn es eine ist, die man ganz besonders gerne haben möchte. Ich weiß gar nicht, gibt es hier Donner als TM? Ist von nichts die Weiterentwicklung. Omod. So. Nochmal. Ein Rihorn, ja, das ist One-Hit. Gut, muss ich gleich auch mal aufräumen hier. Das entwickelt sich mit Donnerstein weiter. Also wenn du es einfach nur weiterentwickeln willst, dann kannst du es da drin lassen. Wenn du es erst noch trainieren möchtest, damit es auch bestimmte Attacken lernt oder so. Ja, das wäre ja praktisch. Weil ich weiß halt nicht, ob es also eine Attacke, die mir halt da in den Sinn kommt, ist Donner. Und die weiß ich halt nicht, ob es die hier als Themen gibt in dem Spiel. Ein Bisa-Knosp. Nehmen wir mal Tibo. Wie? Was? Die nächste Arena. Ja. Ja, da bringt dir Vulpix zum Beispiel nicht viel. Wie hoch ist es denn? Oh. Nicht ganz so hoch, ist ein bisschen. Ja, also da bringt dir Pikachu auch nichts mitzunehmen. Nein, das bringt nichts in der Wasserarena. Nein, nee. Anton? Nee. Wird nicht leicht. Hyperheiler. So. Boah, wir sind jetzt auch schon 7,5 Stunden hier dran. Mies. Und haben jetzt 3 Orden und eine der längsten Strecken hier schon fast hinter uns gebracht.
Kadabra! Ich finde, es sieht einfach cool aus. Ja, damit kann so ein Pokémon Level hochsetzen. Aber es bekommt dann keine Boni, die es normal durch Kampf erhält. Also insgesamt, wenn du es nur mit Bonbons hochfütterst, ist es schwächer wie eins, was du hochtrainierst. Lol, ich bekomme jetzt 5 Hyperbälle. Ich frage mich, wenn es hier Shiny gibt, ob man das schon an der normalen Form so sieht, wenn sie hier rumlaufen. Dann würde ich mir für die dritte Arena trainieren. Das ist da sehr nützlich. Haben aber nicht mehr viele Trainer nach der zweiten. Ich würde es statt Vulpix reinnehmen. Erstmal. Vulpix brauchst du erst in der... In der vierten Arena brauchst du Vulpix. Such dir eins aus, hast doch genug. Ja, aber ich kann noch. Ja. Hab ich im Team. Dann, Fan, Abitak. Sag mal. Hast doch Minky hinter dir herlaufen oder Wiese, Klaus? Mal gucken, ob das was bringt jetzt. Wieder hochheilen. Ah gut, macht bloß Schaden. Ah, Giftstachel. Och, direkt vergiftet. Denke ich rennt vor. Ja, macht Pikachu auch. Du Flor. Elektroball, ja. Rasierblatt. Du bist trotzdem Nidorina. Sag ich doch. So, jetzt muss ich erstmal Anni ein bisschen wieder aufpäppeln. Medizintasche. Was ist das hier überhaupt? Ein Butterkeks. Er behebt Statusprobleme. Hyperheiler.
Ein Supertrank. Und das Elixier kriegt's noch. So, jetzt ist Annie auch wieder fit. Laron, wie weit bist du eigentlich jetzt? Boah. Mal schauen. Laron wollte eigentlich mit mir die Nacht durchmachen. Mal gucken, wie lange ihr mich hier noch wach haltet. Du bist durch den Felszone durch. Schön. Ach so, Slam war das. Ups. Nee. Nein. Position verlagern Richtung Bett. Bis gleich. Wie weit bist du denn, Pinky? Du hast ja einen Tag Vorsprung. Gott, guck mal. Lori hat süß. Ein Geschenk für dich. Und die Pikachu auch, guck mal. So süß. Wie geht das denn mit dem Geschenk? Ich hab keine Ahnung. Herzschuppe. Eine hübsche Herz. Manche. Okay. Keine Ahnung, ich habe natürlich gar nicht. Und? Kannst du geben? Für den Turm in Lavandia müsst ihr ja schon durch Saffronia City durch sein. Weil ihr braucht ja das Sith Scope dafür, um den Geist oben zu sehen. So, jetzt habe ich auch einen Dracosso. Ein Mini-Dracosso. Okay. Fällt ihm nicht so. Ah, daneben. Dann guck ich das schon so an. Ja. Amikala. Okay. Claron ist jetzt in Lavandia. Ja. Ich hänge halt hier noch mitten im Tunnel fest. Obwohl, allzu weit ist auch nicht mehr. Sternenstaub. Ja, stimmt, hier vorne ist schon der Ausgang. Oh. Ernsthaft? Böses Mausi? Kriegt aufs Stressbrett. Der Schleimbein. Ein Vulpix? Nein, da setze ich natürlich nichts anderes ein. Hab ich geknurrt. Ich hab gedacht, Bei dir im Spiel?
Gut. Wieder eine besiegt. So, hier vorne gab es, glaube ich, noch irgendwo ein Item da. Ja, nee, ist klar. Der Pisa-Samen macht du. Ja. Gar nichts. Ich finde es ja interessant. Also, Items liegen an den meisten Positionen, wo sie auch in der gelben Edition liegen. Aber ganz andere. Natalie. Setz Pikachu ein. Also hier kämpfen echt viele mit Pikachu. Evoli macht sie der Reihe nach fertig. War schön wieder an der Sonne zu sein. Da. Was? Du machst der Reihe nach Evolis fertig? Okay, also ist das im Grunde getauscht. Lukas, du bist erst am dritten Arena-Leiter. Okay. Lukas hat ein paar Stunden vor mir angefangen, aber nicht so durchgezogen, glaube ich. Obwohl ich mir ja auch noch viel Zeit lasse. Dafür, dass ich eigentlich trotzdem ziemlich durchziehe. Ich kämpfe halt hier wirklich gegen jeden. Jo. Ja, kurz weg und schon geht's wieder Tageslicht. Wir wollen hier halt vorankommen. Jetzt haben wir einen wirklich anstrengenden Teil hinter uns, diese Höhle. Ja, muss ich gleich auch. Und dann geht's weiter nach Prismania City. Von euch eigentlich sonst noch jemand die alte Pokémon-CD? Ich hab das Item nicht gehört. Damien. Setz Clutexo ein. Boah. Clutexo ist auch geil gemacht. Aus Clutexo wird Klubak. Nein, aus Klumanda mein. Ja, aus Klumanda, ja. Mann. Du hast auch die CD, Torti? Nice. Wie stark ist eigentlich Mew bei dir, Lukas? Oder hängt es doch eher so wie ein Klotz am Bein? Boah, Megasauger! Cool! Ups!
Du musst da hoch. Wo willst du denn hin überhaupt? Den Rückweg. Ja, dann in Mamoria City? Ja. Mit dem Mondberg. Da kommst du nicht wieder hin zurück. Weil du da oben gleich gegen eine Barriere stößt. Das ist nur in eine Richtung. Warum sollte Mew schneller leveln? Ja, es war mir generell auch schon aufgefallen, in den Gameboy-Versionen halt. Mew wird erst später richtig gut. Aber an die Stärke von Mewtwo kommt es halt nie ran. Und ich finde, die Defensive ist halt ein großes Problem bei Mew. Pinky erreicht Level 25. Ja, aber es hat dieselbe Trainer-ID wie... Achso, es levelt trotzdem schneller? Ich dachte, es hängt mit der Trainer-ID zusammen. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Eigentlich die von diesem Spiel einfach.